Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XAD. Willkommen zu einem neuen Player Review hier auf dem Kanal. Heute haben wir André Hahn in Form. 1,85 groß, medium high Arbeitsraten. Also für einen Stürmer wirklich nicht die besten Arbeitsraten. Anders gesagt auch Kacke. Allerdings kann ich schon vorweg sagen, die merkt man nicht so stark. Also er ist wirklich durchaus spielbar. Das liegt jetzt nicht an den Arbeitsraten. Da ist wirklich alles okay. Jetzt komme ich mal kurz zu seinen Stats. Und zwar hat er 86 Pace, 81 Schuss, 75 Pass, 76 Dribbling, 55 Verteidigen und 85 Physis. Zudem hat er 2 Sterne Skill. 4 Sterne Weakfoot und er ist Rechtsfuß. Jetzt werde ich nochmal etwas genauer auf die einzelnen Attribute eingehen und fange jetzt mit dem Tempo an. Er ist wirklich schnell am Ball, also ja, er ist wirklich schnell, er fühlt sich wirklich richtig gut an. 86 Tempo, ja, ich würde sogar schon sagen, er ist sogar ein bisschen drüber. Der Schuss, der ist auch richtig, richtig gut. Ihr werdet schon sehen, ich habe schon echt ein paar richtig geile Longshots rausgehauen. Also der Schuss ist wirklich richtig, richtig nice, muss ich sagen. Pass, ja, passen kann er durchaus auch. Er hat 75 Passen auf der Karte stehen und die merkt man auch voll und ganz. Ich würde sogar sagen, dass er sogar noch ein bisschen besser passen kann. Würde ihn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 eine 8 geben. Zum Dribbling, das war mehr so lala, da würde ich ja 7 von 10 Punkte als Beispiel geben. Verteidigen, was will man von einem Stürmer erwarten? War nicht so gut, ist ja eigentlich klar. Kopfball habe ich auch nicht so viel gemerkt. Kopfbälle, ich habe natürlich nicht, wer weiß wie viel geflankt. Allerdings fand ich auch nicht, dass wenn diese Bälle ankamen oder auch lange Bälle vom Torhüter, dass er jeden bekommen hat, das war nicht so. Deswegen Kopfbälle sind nicht so ganz sein Ding. Freistöße könnt ihr allerdings auch vergessen, die sind nicht so gut. Dafür ist er wirklich richtig, richtig stark. Ich meine, Alter, er hat 85 Physis, das ist richtig, richtig nice. Den drückt so schnell keiner weg. Und um nochmal zum Schluss zur Ausdauer zu kommen. Ey, der Typ, der rennt das ganze Spiel, der hat selbst in der 90. Minute noch Power, also den haut so schnell nichts um, ey, der ist richtig, richtig gut. So, jetzt komme ich zu meiner letztendlichen Bewertung und zwar werde ich jetzt wieder jeden Stat einzeln auflisten von einer Skala von 1 bis 10 und zwar würde ich jetzt bei dem Tempo eine wirklich gute 9 geben, bei dem Schuss würde ich auch eine wirklich gute 9 geben, weil der Schuss wirklich sehr, sehr nice ist. Passen kriegt er bei mir 8 Punkte, Dribbling leider nur 7, aber 7 sind immerhin noch ganz okay. Ich meine, er hat ja auch nur 76 Dribbling. Dann haben wir Verteidigen, ja, Angreifer, 4 Punkte bei Verteidigen. Man muss ja auch immer das Verhältnis sehen, also wie gesagt, 4 Punkte. Und nochmal die Physis, also wirklich sehr, 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 sehr stark. Da hat er von mir 8 Punkte bekommen, sowohl für die Stärke als auch für die Ausdauer. Wirklich ein richtig guter Spieler. Und da, der Durchschnitt davon ist 7,5. So, jetzt kommen wir auch schon zu dem endgültigen Fazit und wie sich vielleicht der ein oder andere dachte, dass es bei der 7,5 bleiben wird. Der hat sich allerdings geirrt. Hahn bekommt von mir eine 7,0 Bewertung. 7,0 von 10, also 7 von 10. Und zwar, weil er nur 2 Sterne Skills hat. Es fuckt mich so ab bei Hahn. Er ist so ein richtig, richtig geiler Spieler. Aber allein, wenn ich schon beim Anstoß an versuche, mich durchzudribbeln und ich dann schon feststelle, dass Hahn gar kein Roulette kann, nicht mal Roulette, ja, da könnte ich schon manchmal ausrasten. Ne? Vielleicht jetzt nicht ganz ausrasten, aber das ist immer so belastend für mich, gerade ich, der doch relativ viel skillt. Ja, also das ist wirklich so der Knackpunkt, wo ich sage, da gibt es einfach Punktabzug für. Aber 7,0 ist wirklich immer noch richtig gut. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Gerade für diejenigen, die nicht tricksen, kauft ihn euch unbedingt. Der ist richtig, richtig gut. Das kann ich euch so empfehlen. Und von der Preis-Leistung her kriegt er auch nochmal von mir 9,5 von 10, weil er, glaube ich, mittlerweile sogar zum Abstoßpreis ist. Und das bei so einem Spieler, also richtig, richtig stark. Und die 9,5 halt, wie gesagt, auch nur wegen den 2 Sterne Skills. Wer ohne Skills spielt, der kann auf eine glatte 10 von 10 vertrauen. Bei Preis-Leistung also wirklich richtig, richtig top, der Mann. So, das war's von mir. Wenn ihr jetzt noch Verbesserungsvorschläge habt, würde ich euch bitten, die in die Kommentare zu schreiben, vielleicht das Video zu bewerten oder mich anders irgendwelche Infos zukommen lassen. Ja, wie gesagt, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XAD. Peace out.